Vier konkrete T-Normen haben wir bereits betrachtet. Tatsächlich gibt es auch ganze Familien von T-Normen, also Möglichkeiten, sich ganze unendliche Mengen von T-Normen zu generieren. Zwar, da gibt es zum einen die Hammacher-T-Normenfamilie mit TAH von XY ist gleich XY geteilt durch Klammer auf A plus Klammer auf 1 minus a Klammer zu mal Klammer auf x plus y minus xy Klammer zu Klammer zu. Und diese ist definiert für alle a im halboffenen Intervall von inklusive 0 bis unendlich exklusive. Wenn man sich dies nun variiert, sieht man, man konvergiert hierfür gegen unendlich gegen das drastische Produkt. Eine Sache, die man auch sehen kann, ist, wenn man für a 1 einsetzt, erhält man einfach hier xy und dann bleibt hier 1, hier kommt noch 0, dann hat man tatsächlich die Produktnorm und ja. Dann als zweite Familie die Jager-T-Normfamilie. TAY von XY ist dann definiert als 1 minus dem Minimum, große Klammer von 1 und folgendem Ausdruck. Und zwar 1 minus x hoch a plus 1 minus y hoch a, jeweils geklammert dann hoch a, dann das Ganze nochmal geklammert und dann nimmt man die a-te Wurzel daraus, also hoch 1 durch a. Dies ist definiert von dem Intervall 0 bis unendlich jeweils exklusive. Und wie ich jetzt in der Animation zeige, ist, wir kriegen hier tatsächlich als Grenzwerte das drastische Produkt auf der einen Seite und die Minimumsnorm auf der anderen Seite. Beide werden jemals dann nicht ganz erreicht.